Schultern zurück, Brustbein heben, Schultern schön tief ziehen und lächeln. Fit in den Frühling für Groß und Klein. Mit besonderen Kursangeboten lud LaFit am Freitag zum Tag der offenen Tür ein. Das Präventiv- und Reha-Zentrum ist seit einem Monat in der Landeshauptstadt zu finden. Bereits seit 25 Jahren leitet Inhaberin Steffi Niedrig gemeinsam mit ihren lizenzierten Reha- und Fitnesstrainerinnen das LaFit in Hagenow. Seit der Eröffnung der Filiale in Schwerin kann auch hier die Nachfrage nach Mutter-Kind-Gymnastik gestillt werden. Weil die Muttis hier zusammen mit ihren Kindern trainieren können. Das ist das Schöne daran. Das heißt, man braucht die Kinder nicht abgeben und man tut etwas für sich und gleichzeitig für das Kind auch. Also am Anfang werden wir Übungen für Mutti machen. Mutti hat aber das Kind schön am Mann. Und danach gehen wir auch auf die Matte und machen auch spezielle Motivationsübungen für die Kinder, sodass sie schneller krabbeln, laufen und auch beweglicher werden. Wer eines der Angebote im Bereich Reha-Sport, Kindersport, Pilates, Yoga oder Bauchbeine-Po in der Lübecker Straße nutzen möchte, meldet sich am besten bei LaFit in Hagenow unter eingeblendeter Telefonnummer. Alles Wissenswerte unter www.lafit-hagenow.de.